Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 5050. Ja, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind wieder da nach unserer langen Sommerpause. Ich freue mich sehr, dass ich wieder hier sitze und hoffentlich sehr viele Abende und Nächte mit euch jetzt verbringen werde. Wieder wie immer Dienstag bis Freitag von 1 Uhr bis 2 Uhr hier bei 1 Live und im WDR Fernsehen. Und samstags unseren Promi-Talk dann zu etwas früherer Zeit. Wir fangen an mit einer freien Themennacht heute. Wir machen diese ganze Woche nur freie Themennächte. Das heißt, ihr könnt euch mit mir unterhalten über alles Mögliche und alles Unmögliche. Also ruft mich an, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns und mir unter domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin heute Nacht jetzt nach der Sommerpause ist die Christel. Und Christel ist 64 Jahre alt. Hallo Christel. Hallo, guten Abend, Domian. Hallo, Christel. Weißt du, wie glücklich ich bin, mal durchgekommen zu sein? Überglücklich. Ich habe schon auf der Lauer gelegen wie eine Katze auf dem Beutel. Ich freue mich, dass du da bist. Und hast es genau auf dem Schirm gehabt, wann wir wieder da sind. Und dass wir heute wieder da sind, heute Nacht. Ja, und ich hoffe, du hast einen wunderschönen Urlaub gehabt. War alles wunderbar. Klasse. Also, wobei, Mist. Und ich mache immer Mordsreklame. Ich sage, der Domian, das ist die Sendung. Und da haben schon manche gesagt, ach, das ist doch ein Doofer. Der Schwule hat gesagt, hört mal zu, das ist mir der Liebste von der Welt. Ihr habt keine Ahnung, ist ein ganz toller Mensch. Das ist ja lieb von dir. So vielen geholfen und gute Ratschläge gegeben. Das heißt, du bist auch eine Nachteule. Und ich bin eine Nachteule, ja. Ich bin in Rente jetzt, ja. Und da genieße ich das. Ja. Ich musste fast 40 Jahre arbeiten, hatte 6 Kinder und 40 Berufsjahre. Oh, 6 Kinder und 40 Berufsjahre. Ja. Was hast du gearbeitet? Ja, ich habe alles gemacht. Ich habe in Direktionsetagen von Banken gearbeitet, ich habe Toiletten geputzt, ich habe wirklich alles gemacht. Ich habe keinen Pfennig Unterhalt, keine Rente, nichts gekriegt von niemand. Ja. Ich habe also alles aus eigener Kraft geschafft. Und hatte 6 Kinder durchgebracht? Ja, also mit 4 habe ich allein. Die 2 Ältesten war bei den Eltern, aber ich habe auch eine Tochter ist nicht natürlichen Todes gestorben. Ja. Aber ich möchte mich da jetzt auch nicht so vertiefen, weil die Geschwister haben das vielleicht auch nicht so gerne. Ja. Ich bin also Messi, muss ich dazu sagen. Wasch, koch und putz zwar, bin sauber, aber ich sammle alles. Domian, wenn du was brauchst. Also 1000 Markscheine und schöne Männer habe ich allen Schrott in meiner Bude. Echt, bist du wirklich ein richtiger Messi? Das heißt, bei dir sieht es eher, sagen wir mal, unaufgeräumt aus. Unordentlich, ja, ich sammle alles. Ja. Aber wenn du irgendwas brauchst, ich natürlich so einen schönen Elch habe ich nicht Was, ich wollte sagen, wenn du sammelst, was ist dein liebster Gegenstand, den du sammelst? Oder gesammelt hast, den du besitzt? Ach, kann ich eigentlich nicht sagen. Ich weiß nicht. Ich liebe Pflanzen, ich habe Messingminiaturen, ich habe Puppen, ich habe Kerzen, ich habe Kinder, ich habe Männer, ich glaube, ich habe alles gesammelt. Aber ich muss das nochmal sagen, Respekt und Hut ab, wenn man so eine Lebensleistung hingelegt hat, 6 Kinder und gejobbt, gearbeitet, alles Mögliche gemacht hat, habe ich Respekt vor, wirklich. Dankeschön. Vor allen Dingen in Zeitarbeitsfirmen. Ich habe nach Apple, nach Honeywell, nach Band, nach Vorlein, nach Display, ich habe Toiletten geputzt, ich musste meine Kinder durchbringen, hat keiner gefragt. Weißt du, Christel, das ist im Moment ein großes Thema. Ich frage mal, kriegst du denn wenigstens eine ordentliche Rente nach dem, was du gemacht hast? Naja, also ich meine, Häuserkammer, ich habe gesagt, darf ich mir einen Lolli von kaufen oder was? Häuserkammer keine mitbauen, aber ich bin ein sehr humoriger Mensch. Nur ganz kurz, also ich sollte also die Blase hochgebunden kriegen, habe innere Hämorrhoiden, die wollen so operieren. Mhm. Meine Knie, da habe ich jetzt Arthrose, für 40 Jahre hatte ich gar nichts, vor 10 Jahren habe ich noch Nächte durchgetanzt, jetzt ziehe ich mich am Treppengeländer hoch, dann habe ich eine Spinalkanalverengung, dann soll ich ein Atemgerät, weißt du, was ich mache, Domian? Gar nichts. Ich bin auf dem Museumsuferfest rumgestreut, 3 Stunden, super, musst du unbedingt mal nach Frankfurt kommen, super geil. Dann lege ich mich auf meinen Balkon. Ich habe eine Freundin in Florida, da habe ich kein Geld rüberzufahren. Ja. Und da habe ich einen Sonnenschirm, da sind Palmen drauf. Dann lege ich mich am Balkon und denke, ich bin in Florida. Und denke, hoffentlich klingelt keiner und will nichts von dir. Mir geht's wunderbar. Also eine sehr, sehr positive Frau. Ja. Optimistische Frau. Ja, manchmal, weißt du, da hat jeder mal so ein Tief, da möchte ich am liebsten aufhängen. Da denke ich, ach, zieh die Karre aus dem Dreck, es geht immer weiter. Wenn ich dann so Schicksale bei dir höre, Domian, dann kann man dem lieben Gott noch auf Knien danken. Da will mir niemals mehr klagen. So denke ich das auch, Da sind das alles kleine Fische. Und ich bewundere dich immer und ich habe dich so ins Herz geschlossen. Und mein Enkelchen von meinem jüngsten Sohn, der Kleine, der hat mit dir Geburtstag. Ach. Am 21. Dezember. Genau. Das ist ich bin heute mit meinem Sohn. Wir sind so 2 Stunden im Park gewesen mit dem kleinen Hosenschiffe. Aber ich liebe auch Köln.
Ich habe es liebe sehr den Rhein, auch die Menschen am Rhein. Ja. Aber ich bin auch ein Frankfurter Mädchen, Sachse Häusern. Und wenn man Museumsbesuch musst du unbedingt mal her. Ich will keine Eigenwerbung machen. Dann komme ich nach Frankfurt und gucke mir das mal an. 3 Millionen Besucher hatten wir. Es ist ein Fest der Superlativ. Ja, ich habe schon von gehört, ja. Toll. Also Christel, ich freue mich, dass du meine Zuschauerin bist. Und dann sehen wir uns, wenn auch einseitig, jetzt wieder jede Nacht. Natürlich. Ne? Nochmal eine ganz liebe Bitte, habe ich einen Abschluss. Ja. Ich habe eine ganz böse Freundin, die muss leider arbeiten immer. Ja. Und eine, die wartet jetzt, die ist in Isenburg, wir waren zusammen in der Tanzstunde schon, die ist auch ein Domian-Fan. Aha. Und der habe ich gesagt, stell dir mal vor, ich bin mal durchgekommen und der Domian ruft mich zurück. Darf ich der Roswitha und der Ina in Neu-Isenburg und der Roswitha in Bad Nauheim liebe Grüße bei mir? Na klar, ist vielleicht schon passiert. Guckt jemand die Sendung und sie erfahren es. Na super, genauso ist es jetzt gelaufen. Und meine Kinder natürlich auch alle, die kennen ja mal ihre Namen. Christel, alles Liebe, alles Gute, schöne Grüße nach Frankfurt. Danke und wenn es sich einrichten lässt, dann gucke ich mal vorbei. Ach klasse, Domian, klasse. Alles Gute. Ich würde mich freuen, ich schreibe dir mal einen langen Brief. Mach das mal. Mein Leben war nicht ein Problem, ich habe 50, aber ich könnte Bücher schreiben. Aber du bist eine frohe Natur, das merke ich. Ich war schon. In Amerika, ich war in Algier, ich habe alles möglich, ich habe Bauchtänzchen, Frauenhaus, ich kann übrigens alle Dialekte, wenn du mal. Ich weiß schon. Schwäbisch, Bayerisch, Sächsisch. Ich könnte eine ganze Sendung mit dir füllen, ne? Aber hallo. Christel, alles Gute, schön, dass du da warst. Danke. Tschüss. Soll ich auflegen jetzt? Ja, du kannst auflegen, okay, genau. Danke. Tschüss. So, ihr Lieben, ja, falls ihr gerade irgendwie rumgezappt seid durch die Kanäle und uns vermisst habt die letzten Wochen, wir hatten unsere wohlverdiente Sommerpause. Jetzt sind wir wieder da. Domian gibt es von Dienstag bis Freitag live, immer abends hier bei uns live und im WDR Fernsehen zwischen 1 Uhr und 2 Uhr. Telefon-Talkshow, ihr könnt mich anrufen, wir plaudern über Gott und die Welt, über alles Mögliche und Unmögliche. Und samstags gibt's den Promi-Talk, da kommt immer ein prominenter Gast zu mir in die Sendung, den ihr dann auch per Telefon befragen könnt. Diese Woche Samstag, sage ich euch jetzt schon mal, ist mein Gast Cordula Stratmann, alias Annemie Hülchreit. Bin schon sehr gespannt auf Sie. Jetzt bin ich erstmal gespannt auf Jasmin. Und Jasmin ist 25 Jahre alt. Hallo Jasmin. Hallo Domian. Ja, schön, dass du da bist. Ich wollte dich gerade nochmal sagen, habe ich eben eine Nachbarin am Telefon gehabt aus Sachsenhausen in Frankfurt. Da komme ich nämlich auch her. Ach, guck, die Frankfurter gucken uns heute. Ja. Die Frankfurter. Genau. Jasmin, um was geht's? Und zwar, bei mir ist nicht so ein schönes Thema. Ich werde hier von meiner Nachbarin bedroht, einer ehemaligen Freundin. Mhm. Und das seit 1,5 Wochen sehr massiv. Mhm. Und wie lange insgesamt schon? Angefangen hat es ungefähr im November letztes Jahr. Mhm. Und wie hat das angefangen? Was genau ist da passiert? Also es war eine ehemalige Freundin von mir. Mhm. Und wir haben beide Kinder und sie wohnt mit ihrem Mann gegenüber von mir. Mhm. Und ihr Mann hat sich irgendwann in mich verliebt. Hat mir Liebesbriefe geschrieben und ich habe das immer abgeblockt und habe ihr auch nichts darüber gesagt. Mhm. Und irgendwann hat sie das rausbekommen und wirft mir jetzt vor, ich hätte was mit ihrem Mann gehabt. Wobei du definitiv nichts hattest. Hundertprozentig nicht. Mhm. Ja. Hast du mit dem Mann auch schon mal gesprochen? Danach nicht mehr. Also ich hatte damals zu ihm schon gesagt, er darf nicht mehr zu mir in die Wohnung. Ich habe immer auf die Tochter von denen aufgepasst und er hat sie abends immer abgeholt und ich habe die Kleine dann einfach immer runtergeschickt und er durfte gar nicht mehr hierher. Mhm. Du sagst, du und die Frau, ihr wart Freundin. Ja. Das heißt, du kannst ja den Mann dann auch ganz gut, wenn du mit ihr befreundet warst. Wie war das Verhältnis denn vorher zu dem Mann? War das relativ entspannt? Oder hast du schon gemerkt? Ganz locker. Also ich habe irgendwann gemerkt, dass er irgendwie gesagt hat, oh, du hast so schöne Haare. Also ganz kleine Schmeicheleien und so. Und da habe ich aber auch gar nicht drauf weiter reagiert, weil das kann man ja auch unter Freunden mal machen oder so. Wie viele Briefe hat er geschrieben? Also ich kann es nicht genau sagen, weil ich viele schon weggeschmissen habe, aber ich glaube, ich habe hier so noch 3 richtig dicke, gebundene Bücher. Wieso dick? Ja, ja. Also da, er arbeitet irgendwie in einer Druckerei und da steht dann halt ganz oft nur drauf, ich liebe dich, also 1000 Mal. Ach so. Der wohnt, wenn ich es richtig verstanden habe, aber nicht, ihr wohnt nicht in einem Haus, sondern gegenüber. Hast du denn brieflich darauf reagiert? Gar nicht. Überhaupt gar nicht. Du hast nicht angerufen. Warum hast du nicht mal angerufen? Hast du gesagt, hey, hör mal, was soll das? Ich möchte die Briefe nicht haben. Ich bin auch in dich nicht verliebt. Das habe ich
ihm ja gesagt und danach durfte er auch nicht mehr zu mir nach Hause. Also das war ja so, dass ich ihm das gesagt habe und er durfte dann nicht mehr zu mir nach Hause in die Wohnung. Also wenn er seine Tochter abgeholt hat, er hat geklingelt und die Kleine ist runtergegangen oder so. Anders ist das ja dann gar nicht mehr gelaufen. So, und jetzt ist dadurch, dass die Frau die Briefe entdeckt hat. Nein, nein, gar nicht. Ich weiß nicht, wie sie da drauf kam, ob er ihr was gesagt hat. Ich weiß es bis heute nicht. Auf jeden Fall kann ich nicht. Das war irgendwann im November letztes Jahr, steht sie vor meinem Haus und fängt an rumzuschreien wie eine Irre und hat mich halt aufs Krasseste beleidigt und so. Und man konnte dann auch gar nicht irgendwo, oder ich wollte dann auch gar nicht mit ihr reden. Das war. Das heißt, seit dieser heftigen Auseinandersetzung gab es kein Gespräch zwischen euch beiden? Nein. Gar nichts. Also, Du sagst, seit anderthalb Wochen ist es besonders schwer. Ja. Was passiert denn? Was macht sie? Also ich muss dazu sagen, unsere Kinder waren zusammen im Kindergarten. Das hat mein Sohn jetzt da rausgeholt, weil er nicht mehr, das ging nicht mehr. Und da konnte man sich, also man konnte sich begegnen. Also es war jetzt nicht so, dass sie gedroht hat oder so. Und jetzt war vor anderthalb Wochen, dass ich hier was eingekauft habe in einem Geschäft und mein Sohn war alleine zu Hause und ich sollte ihm halt schnell ein Eis holen. Und dann kam sie ins Geschäft und hat so gemeint, sie würde mich jetzt umbringen und würde vor meiner Tür stehen bleiben. Und dann stand sie auch die ganze Zeit vor meiner Tür und hat mich nicht mehr nach Hause gelassen. Mhm. Mein Sohn war oben alleine. Wie alt ist der Sohn? Fünf. Fünf. Hast du denn dann nochmal versucht, das Gespräch mit ihr zu suchen? Die Frau ist doppelt so groß und doppelt so schwer wie ich. Und sie hat auch schon zu ihrer Tochter, also sie hat ihre Tochter auch schon gedroht, wenn sie mit mir reden würde, würde sie ihr die Fresse einschlagen und so, ich traue mich nicht. Das Sonderbare, ich meine, du kennst sie ja ein bisschen besser schon. Ist sie so drauf? Neigt sie zu Brutalitäten? Also ich muss, heute ist mir aufgefallen, also jetzt nach einer Zeit ist mir halt aufgefallen, dass sie mir erzählt hat, sie hätte schon mal eine Freundin gehabt und hat auch befürchtet gehabt, dass ihr Mann was mit ihr hatte. Und da hat sie mir auch erzählt, also sie muss da auch ziemlich viel Ärger gemacht haben. Das Sonderbare ist ja, dass sie offensichtlich davon überzeugt ist, dass da irgendwas gelaufen ist. Dass sie weder ihrem Mann glaubt, der wird ja wohl auch sagen, aber man weiß ja wiederum auch nicht, was ihr Mann ihr sagt. Weiß man ja alles gar nicht. Vor allem ist ja das Krasse oder das Kranke eigentlich, dass sie ihn betrogen hat. Also eigentlich ist es ja total krank, weil sie war ja diejenige, die ihn mal betrogen hat, was er nicht weiß. Ach so. Na gut, das ist krass, aber ein anderes Thema, ne? Ja. Die Frage ist jetzt, wie gehst du damit um? Du wirst ja mehr oder weniger bedroht von der Frau, wegen einer Sache, wo du dich vollkommen unschuldig fühlst. Was ich auch bin. Also und was du auch bist. Wenn du diesen Mann sehen würdest, dann würdest du das total verstehen. Der ist so ungepflegt, hat schwarze Zähne, ich kann das gar nicht Die Frage ist jetzt, wie kannst du ihr das glaubhaft darlegen, dass da nie irgendwas passiert ist zwischen euch beiden? Gar nicht mehr. Ich habe schon gesagt, ich suche mir eine Wohnung seit anderthalb Wochen, aber ich finde ja auch nicht so schnell. Und gibt es einen gemeinsamen dritten Menschen, einen Bekannten? Nein, gar nicht. Es gibt niemanden. Niemanden, den sie vielleicht respektiert, über den du Kontakt knüpfen könntest, der vermitteln kann oder so. Niemand. Also es gibt viele Nachbarn, die das dann auch mitbekommen haben, aber die alle hinter mir stehen, weil die alle wissen, dass das unmöglich ist. Hast du versucht, ich meine, das ist natürlich immer so ein Versuch, der vielleicht auch ins Leere geht, aber ich meine, testen kann man das ja. Hast du versucht, das mal schriftlich zu machen, dass du ihr einen Brief schreibst? Ich bin so inzwischen der Auffassung, dass das was ist, was sie noch mehr aufstachelt. Also ich glaube, sie ist so festgefahren in ihrer Situation und in ihren Gedanken, dass ich alles sagen könnte und sie würde es trotzdem mir die Schuld in die Schuhe schieben. Ich habe ja auch gesagt, ich werde ihr diese Briefe geben von ihrem Mann. Da steht auch drinne, dass ich zu ihm gesagt habe, er soll mich in Ruhe lassen. Aber ich lege meine Hand dafür ins Feuer, wenn ich ihr sie jetzt gebe, wird sie wieder sagen, nein, das, die Briefe hast du wahrscheinlich selber geschrieben oder sowas. Also sowas kommt dann. Du meinst, die klügste Lösung wäre, der ganzen Sache aus dem Weg zu gehen, indem du dir eine neue Wohnung suchst. Ja. Nur ist das leider nicht von heute auf morgen getan. Ja. Es klingt wirklich so. Es kann natürlich in der Tat sein, dass jemand sich so festbeißt in einer Unterstellung oder in einem Glauben, dass man da fast nichts tun kann. Ja. Und wenn du kennst sie besser, wenn du sagst, dass die sich vielleicht noch mehr aufgestachelt fühlt, wenn du jetzt ihr nochmal schriftlich niederlegst, dass da nie und nimmer was war. Dann ist vielleicht wirklich das Allerschlauste, den Mund zu halten, ihr aus dem Weg zu gehen
die ja gar nicht mehr rausprobieren. Und so schnell wie möglich zu versuchen, da auch aus der Gegend rauszukommen. Ja. Dennoch bleibt so ein fader Beigeschmack, dass man überlegt, das muss doch irgendwie eine andere Möglichkeit geben. Das ist irgendeine andere. Deswegen fragte ich gerade, gibt es keinen Mittelsmann, der so ein bisschen vermitteln könnte? Gar nicht. Ich mache mal einen Vorschlag. Wir überlegen mal gemeinsam hier noch ein bisschen in der Redaktion, was man da vielleicht tun könnte. Mhm. Und wir rufen dich gleich nochmal an. Okay. Gut. Einverstanden? Okay. Alles Liebe, alles Gute. Dankeschön. Tschüss. So, ihr Lieben, meine Telefonnummer 0800 220 50 50. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, hier jetzt live in der Sendung, dann meldet euch, ruft an. Oder mailt unter domian@wdr.de. Katharina ist hier. Katharina ist 23 Jahre alt. Hallo Katharina. Ja, hallo Domian. Hallo Katharina. Weswegen rufst du an? Bin ich mal durchgekommen. Das ist echt der Wahnsinn. Ja, und dann schon gleich bei der ersten Sendung. Was haben wir mehr? Das war Zufall, dass ich heute mal wieder geguckt habe. Da stand Domian, ja. Ja. Katharina, machst du bitte den Fernseher, den Ton ganz weg? Ja, da habe ich ganz gleich. Gut. Nicht. Ich meinte mich gerade irgendwie im Hintergrund gehört zu haben. Egal. Dein Thema, ja, weswegen rufst du an? Ja, ich rufe an. Ich wohne jetzt seit ein paar Monaten im Süden. Davor habe ich im Norden von Deutschland gewohnt und ich bin ein bisschen enttäuscht von den Männern hier. Oh. Also im Norden hatte ich meistens einen Freund. Sprechen wir von Bayern? Ich komme in der Nähe von, also ich wohne jetzt in Karlsruhe. In Karlsruhe, ja. Ja. Ja, Karlsruhe, zu welchem Bundesland gehört das? Das ist Baden-Württemberg. Baden-Württemberg, genau. Ja, genau. Und du kommst und oben aus dem Norden? Ja, vorher habe ich in Bremen gewohnt, da hatte ich meistens einen Freund und das war auch in Ordnung so. Das war auch nicht alles gut gelaufen, weil der Letzte hat mich zum Beispiel verprügelt, das war auch nicht in Ordnung. Aber zumindest, wenn man einen Mann kennengelernt hat, wusste man, woran man ist. Also ob der bereit ist für eine Beziehung oder ob der nur eine Bettgeschichte will. Und hier ist das irgendwie so nett verpackt, dann sagen die, ja, lass uns nochmal treffen, du bist süß, du bist nett, ich melde mich. Und dann melden sie sich nicht mehr und ich hasse sowas. Warum können die Männer einem nicht sagen... Meinst du, pass mal auf, ich will nur eine Bettgeschichte oder ich bin auch offen für eine Beziehung, weil ich selber auch so bin. Und weißt die meisten Männer trauen sich das nicht zu sagen, ich will nur eine Bettgeschichte, weil die, ja, weil die denken, und in der Regel ist das ja auch der Fall, damit verschrecken wir die Frauen. Die Frauen wollen das gar nicht so platt hören und die haben immer ganz andere Vorstellungen und wollen irgendwie die große Liebe, sich verlieben und so weiter. Ja. Das mag ja jetzt in deinem Fall anders sein und vielleicht bei einigen Mädels auch anders sein, aber... So ticken die Männer. Und die ticken vielleicht auch so aufgrund der Erfahrung, die sie gemacht haben. Aber das Schwierige ist ja, sobald eine Frau das Wort Beziehung sagt, rennen die Männer weg. Rennen die auch weg, ne? Sobald der Mann irgendwie mit Poppen oder so sagt, mit Sex, dann rennen vielleicht die Frauen weg. Rennen die Frauen weg. Wie sollen wir uns denn da treffen? In der Tat ein schwieriges Problem. Aber du meinst es ja noch festzumachen daran, dass die im Süden, also in die Karlsruher Männer deiner Umgebung, besonders seltsam drauf sind, nach deiner Auffassung. Also ich kenne ja noch nicht alle und ich will ja auch keinen verurteilen und sagen, die Männer sind hier blöd oder so, aber ich muss einfach sagen, bei denen, die ich kennengelernt habe, bin ich einfach enttäuscht. Wie viel hast du denn in den paar Monaten, sagst du, ne? Wohnst du schon da? Ja, seit Ende März wohne ich jetzt hier. Seit Ende März? Ja. Warum eigentlich? Warum bist du dorthin gezogen? Beruflich, privat, ja, meine Mama ist hier, mein Bruder. Ach so, ja. Wie viele Männer hast du kennengelernt in der Zeit? Also so... Zwischen 10 und 20, ja 15 ungefähr so. Finde ich schon viel. Ja, das war auch so, weil ich hatte meistens einen Freund in Norddeutschland und wollte hier mal die Sau rauslassen. Und ja, nachdem der Letzte mich verprügelt hat, wollte ich sowieso erstmal keine Beziehung. Aber irgendwie haben die hier das alle nicht drauf so. Wo hast du die kennengelernt? Also die meisten habe ich in der Disco kennengelernt. Manche habe ich auch übers Chatten kennengelernt, aber halt trotzdem kamen die hier aus dem Raum so. Mit wie viel von diesen 20 ungefähr, ne, sagst du? Ja. 20 so. Männern hast du Sex gehabt? Also bestimmt mit der Hälfte. Ja, finde ich aber schon eine ganz gute Rate. Also beklag dich doch mal nicht. Also von März bis jetzt. Das denkt man ja. Genau, das denkt man dann. Aber das Ding ist, wie der Sex war, hat mir ja auch noch nicht mal gefallen. Also erstmal wollte ich ja keine Beziehung. Dann will ich wenigstens guten Sex haben. Man kann es dir aber auch nicht recht machen, oder? Also der Sex war auch nicht gut. Nee, also... Kann ja nicht sein, bei dem einen ist das Kondom zu groß, beim anderen zu klein, der eine kommt nach 2 Sekunden, der eine kriegt keinen hoch. Also die Karlsruher sind keine guten Männer im Bett, offensichtlich. Ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es auch wirklich an deinem Anspruch und vielleicht auch an deiner Haltung, nach dem Motto, jetzt gehe ich mal in den Süden und da lasse ich mal die Sau raus, nach dem Motto. Nee,
Also ich bin ja nicht hergekommen, um die Sau rauszulassen, sondern wegen ganz anderen Gründen. Und das kam dann einfach so, weil ich habe vorher lange nicht Party gemacht und dachte, okay, erstmal nur so. Ja. Also ich finde, gut Ding braucht Weile, ne? Schöner alter Spruch. Und wenn du nach so ein paar Monaten schon 20 Treffer hattest und davon mit 10 Treffern im Bett warst, pass auf, mit 10 Treffern im Bett, wie viel von den 10 Treffern waren denn einigermaßen okay, dass du sagst, guter Durchschnitt, können sich sehen lassen? 2, würde ich so sagen. Naja, ist doch auch okay. Ist auch okay. Das Ding ist, ich will einfach so auch nicht weitermachen. Also ich würde jetzt schon gern einen Freund haben und ja. Also genau, das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Wo soll es hingehen? Soll es weiter in Richtung schneller, guter, knallhafter Sex gehen? Oder nee, also Beziehung? Das eine schließt das andere ja nicht aus. Also ich hätte schon gern eine Beziehung, aber natürlich auch viel Spaß im Bett. So. Aber ich finde, wenn ich einem Mann vertraue, dann kann ich mich auch viel besser fallen lassen. Und ich will ihm alles geben und dass er mir auch alles gibt. Hört sich toll an. Ja. Katharina. Also ich hoffe, dass jetzt die Jungs in Karlsruhe die Ohren gespitzt haben. Ja. Da ist einfach ehrlich sein. Ja, da ist eine neue Frau aus dem Norden bei euch. Die heißt Katharina. Ja. Und die ist verdammt ehrlich. Und der sollt, ihr sollt der gegenüber auch verdammt ehrlich sein. Ja, genau. Ne? Und einfach eine gute Zeit haben, guten Sex, Vertrauen zueinander. Ja. Ne? Und dann vielleicht wird was draus. Wahnsinn. Katharina. Ich hätte gern noch ein Autogramm, wenn das geht. Ich sag dir, wenn du demnächst in der Disco jemanden ansprichst und sagst, ich bin die Katharina, dann sagen die aus dem Fernsehen nachts, bist du das? Und dann ist das alles wie geschmiert. Läuft das? Ja, das wäre cool, ja. Das wäre cool. Katharina, ein Autogramm willst du haben. Kriegst du natürlich. Ja. Legst du auf und wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Und ich würde sagen, halt die Ohren steif, das klappt schon. Du bist ja sehr, sehr aktiv, ne? Finde ich ja schon mal ganz gut. Sitzt ja nicht in der Ecke und wartest, dass der goldene Prinz da ins Zimmer fliegt. Nee, so. Das ist schon klar. Du machst was. Was machst du beruflich eigentlich? Ja, das ist ja das Ding. Ich bin ja leider gerade arbeitslos. Also ich suche gerade eine Ausbildung und ist auch nicht so leicht. Also deshalb bin ich gerade so ein bisschen, verzweifelt und habe angerufen. Verstehe. Was suchst du für eine Ausbildung? Ich suche eine Ausbildung zur Arzthelferin. Ja? Und wie ist die Lage dort unten? Ist es so schwer wie irgendwie fast überall mittlerweile oder... Ja, ich würde schon sagen, aber ich habe ja auch jetzt ein bisschen spät angefangen, mich zu bewerben und so. Und deshalb, die meisten hatten schon jemanden, aber... Du bist 23, was hast denn du vorher gemacht? Ja, ich habe dadurch, dass ich viel Scheiß erlebt habe, sage ich mal, habe ich halt auch keine Ausbildung abgeschlossen und ja. Aber jetzt bist du fest entschlossen, das zu machen? Ja, auf jeden Fall, ja. Das heißt, da sind einige Dinge in deiner Vergangenheit passiert, die nicht so sehr schön waren. Ja. Und du deshalb auch keine Ausbildung hast machen können oder... Ja. Nicht zu Potte gekommen bist. Ja, genau. Ja, Mensch, dann wünsche ich dir wirklich, dass du eine gute Stelle findest. Ja. Und dann wirst du vielleicht auch ein bisschen ruhiger werden in Sachen Liebe und Erotik und so. Ja. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Dir auch, ne? Dankeschön, tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, wenn ihr gerade reingezappt seid und diese Sendung noch nicht kennen solltet. Das ist eine Live-Telefon-Talkshow, ausgestrahlt hier im WDR-Fernsehen und im WDR-Radio bei 1 Live. Und ihr könnt euch mit mir unterhalten über alles, über Gott und die Welt, über das, was euch auf den Nägeln brennt. 0800 220 5050, hier ist Moni. Moni ist 45. Hallo Moni. Ja, hallo Moni. Ich habe eigentlich nur eine Frage an dich und danach gebe ich dir auch die Info. Ich würde gern wissen, ob du dir vorstellen könntest, wenigstens für einen Tag ins BB-Dorf zu ziehen. Niemals. Dein Name wird ganz groß gehandelt. Ist das wahr? Ja. Niemals. Ich bin ein BB-Fan, sage ich ganz ehrlich. Du bist ein Fan. Und die haben da auch eine Sendung bei Tele5, der Nachtfalke. Und dann können dann Zuschauer anrufen. Zum Beispiel ging es halt um das Thema, ab nächste Woche haben sie die, in Anführungsstriche, Promi-Woche. Ja. Soll heißen, Daniel Kübelböck, Nadel, Dolly Buster, Werner Böhm, also das gesamte Dschungelcamp zieht ein. Und dann wer wird noch gehandelt? Desiree Nick. Ja. Und da haben wir alle durch, ne? Dann aufgerufen, schickt uns doch eine SMS, wen würdet ihr gerne im Dorf sehen? Ja. Und da kam dann dauernd der Name Domian, einmal bitte Massensitzung, dass alle Bewohner der Haus- und Wiesenhofpsychologe bringt wohl nicht und die wollen dich alle im Dorf sehen. Das ist absolut nicht mein Ding. Es ist absolut nicht mein Ding. Und vor allen Dingen als Mensch, der hier auch in den Medien arbeitet, sich da nochmal zu produzieren, ist nicht meine Sache. Du bist Big Brother-Guckerin. Ja.
sehr, ja. Ich habe es ganz aus den Augen verloren, muss ich dir sagen. Die ersten Folgen damals habe ich auch geguckt. Und dann irgendwann ist es weg. Und wenn man nicht drin ist und die Leute nicht kennt, bringt es einem auch gar nichts. Ich habe es im Urlaub ab und zu mal so rumgezappt und bin hängen geblieben, ein paar Minuten. Aber das ist dann irgendwie sinnlos, wenn man die Charaktere nicht kennt. Ja, also stimmt schon. Ich hatte mir auch vorgenommen, also jetzt nach der 5. Staffel ist endgültig Schluss. Mhm. Ich ziehe mir auch schon den Einzug gar nicht mehr rein. Hab mir das auch nicht angeguckt. Entschuldigung. Und bin dann irgendwie doch beim Setten dann hängen geblieben. Mhm. So, und jetzt hänge ich wieder da. Mhm. Ich habe auch schon zu deinem Redakteur gesagt, also ich kann mir vorstellen, er macht es nicht, mhm. aber die Zuschauer würden dich wahnsinnig gerne sehen. Mhm. Also ich kann dir nur sagen, was für ein Feedback du beim Nachtfalken beziehungsweise in der SMS-Fangemeinde hast, mhm. Da wirst du super hoch gehandelt. Das neben Roberto Blanco, der das erste Big Brother Baby zeugen soll, also bist du ganz hoch. Achso, ich soll da kein Baby zeugen, das zumindest nicht. Nee, der Vorschlag war halt, aber der kam dann zu spät. Da war ein homosexueller Baron, der etwas hochgestochen war, den hättest du halt wieder auf den Boden der Tatsachen bringen sollen. Na, super. Und jetzt ist ein junger Mann drin, der sich nicht entscheiden kann, ob er bi oder hetero ist. Ja. Und dem solltest du doch bitte dann auch auf die Sprünge helfen. Weißt du, Moni, ich habe wirklich, muss ich ja sagen, einen üblen Beigeschmack, wenn diese sogenannten prominenten Leute da reingehen, dass sie das machen, dass sie es nötig haben und dass sie auf diese Art und Weise da auf sich aufmerksam nochmal machen wollen. Oftmals sind es ja Leute, die nicht mehr groß im Geschäft sind. Ja, C-Promis, ja, wie auch immer man sie nennen will. Das wurde auch Gagen genannt. Also ja, ich finde es dann wirklich eher schon fast peinlich für die Leute, dass sie einfach nicht die Würde haben zu sagen, gut, ich bin im Moment nicht im Geschäft, dann bin ich halt nicht im Geschäft, aber ich mache noch nicht alles nur, um im Fernsehen zu sein. Könntest du dir denn vorstellen, hinter den Kulissen dort mit einem Psychologen zusammen zu arbeiten für die Bewohner? Eigentlich auch nicht mehr, weil ich nicht hinter diesem Konzept mehr stehe oder nicht dahinter stehe. Insofern wäre das alles sehr befremdlich für mich, zudem das ja sowieso alles kompliziert wäre. Ich bin ja hier ein Mensch des öffentlich-rechtlichen Fernsehens und Radios, mhm. und da darf man ja nicht solche Verknüpfungen machen. Das ist alles sehr streng geregelt. Also vorstellen könnte ich mir das schon, dass du da einigen Bewohnern wirklich helfen könntest, weil es sind, wenn die dich anrufen dürften, würden sie es bestimmt tun. Also, wie ich mal sagen, dann aber wirklich im ganz abgeschlossenen, privaten Umfeld, ohne Fernsehen, ohne Mikrofone, okay. Aber wirklich nur, wenn es darum geht, da persönlich irgendetwas zu besprechen. Nicht, dass es in irgendeiner Weise pressemäßig ausgeschlachtet wird. Also als dann, Berater im Hintergrund, dann, kannst du dir vorstellen? Ja, dann wäre das durchaus denkbar, ja. Mhm. Aber wirklich nur im Hintergrund. Okay, damit hast du meine Frage eigentlich beantwortet. Aber ja, ich würde dir trotzdem mal empfehlen, vielleicht wenn du nachts nicht schlafen kannst, guck dir es doch einfach mal an, was die Leute so texten. Ja. Also wie gesagt, nach Sonntag, wenn die einziehen und dein Name wird immer noch gehandelt, rufe ich gern nochmal durch und du kannst dann mal lesen, was die Chatter so schreiben. Okay. Also du wärst ein sehr, sehr gern gesehen. Ich würde aber auch nie und nimmer in den Dschungel gehen zum Beispiel. Nee, also das ist ja... Nie und nimmer. Das ist auch was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Und wie gesagt, die Namen, die ich ja jetzt genannt habe, die waren ja alle im Dschungelcamp. Ja, genau, ja, ja, ja. Ja gut, außer Roberto Blanco, aber bei dem ist es auch nicht mehr. Was ist mit Daniel Kübelböck? Daniel Kübelböck macht gar nichts mehr, ne? Also ich weiß es nicht, ich will jetzt nicht den Fans nicht zu nahe treten. Ich habe in der letzten Zeit nichts gehört, nichts gesehen von ihm. Geht er auf Tournee, macht er noch was? Also was ich gelesen habe, hat er wohl jetzt eine Platte rausgebracht, mhm. die gefloppt ist. Mhm. Wieder mal. Mhm. Er wollte an einem Musical spielen, bei einem Film, mhm. der aber dann anscheinend nicht veröffentlicht wurde. Also alles floppt irgendwie. Das Schlimme ist ja, dass die Leute, die das machen, die machen sich ja auch ihren Ruf kaputt für wirklich weitere seriöse Karriereschritte. Ne? Alle Leute auch in der Branche rumpfen natürlich die Nase, wenn man sieht, dass die da reingehen oder dass die in den Dschungelcamp gehen. Also ich kann das bei allen, die ich dir ja vorher genannt habe, noch nachvollziehen. Ja. Bei Desiree Nick kann ich es ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Das stimmt, ja, das ist eine Ausnahme, ja, in der Tat. Weil das ist eigentlich eine Powerfrau und ja. die hat was drauf ja. und die ist gut. Ja. Und da verstehe ich nicht, dass die sich für sowas in Anführungsstriche hergibt. Ja, ich meine, es ist für sie auch Werbung. Sie geht auf Tournee, sie hat ihr eigenes Programm. Sie ist da, hat dadurch eine große Prominenz bekommen, die sie vielleicht vorher nicht hatte. Und ich glaube, dass sie so denkt, der Ruf ist eh ruiniert, da kann auch nicht mehr viel schief gehen. Mhm. Aber sie ist sicher eine Ausnahmeerscheinung in diesem ganzen Theater und die vielleicht auch noch am meisten etwas draus gemacht hat. Vielleicht, ich kann es noch nicht genau beurteilen. Ja, stimmt schon.
Aber ich werde mir das auf jeden Fall antun, gerade mit Nadel. Also ich hatte auch deinem Redakteur gesagt, die war ja in irgendeiner Staffel schon mal drin. Mhm. Da hatte sie dann aber extra ihr Räumchen, dass auch keiner sieht, wenn die Perücke verrutscht. Und sie hatte ihren Make-up-Artist dabei. Ja. Und also sie hat mit den Bewohnern zwar gegessen, aber ja, nicht zusammen geschlafen. Also. Also das war alles, da war keine Kamera, das wollte sie nicht. Also dann Sonderbehandlung. Ja, ja, also ja, da hat sie schon Wert drauf gelegt. War denn nicht mal Verona Feldbusch auch mal vor? Ja, aber ja, die war in der allerersten Staffel und genau, das war so sympathisch. Die hat bis morgens um 6 mit dem damaligen Gewinner, mit dem John, ich weiß nicht, ob du den erinnere ich mich noch gut, ja, der ja, Baden ja, so toll tätowiert hatte. Ja, ja, ja. Mit dem hat die bis morgens, keine Ahnung, 4 oder 5 im Wohnzimmer gesessen. Er hat Brot gebacken und die saß da und hat sich mit ihm unterhalten und die hat auch ist auch ins Bad und hat da ihre Zähne geputzt. So. Und also die war total natürlich. Das Einzige, was sie wollte, war das Dixi-Klo. Okay, soll man ihr zugestehen. Ja. Aber Nadel hat da also ein Brimbamborium drum gemacht und hat dann auch noch eine Ente gekocht, à la Dieter Bohlen, wie er sie halt mochte. Ja. Das kam wohl ganz gut an, aber ansonsten, die Frau war nur ja, daneben. Hm. Also, du verfolgst es weiter und vielleicht unterhalten wir beide uns nochmal, je nachdem, wie sich die Sache da entwickelt. Mhm. Okay? Dann melde ich mich nochmal. Okay, liebe Moni, alles Liebe. Danke schön. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ins Big Brother Haus. So weit kommt's noch. 0800 220 5050. Telefonnummer. E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Wir sind wieder da nach langer Sommerpause und ich freue mich sehr, dass ich wieder hier bin bei euch und wir uns gemeinsam die Nächte um die Ohren schlagen können. Immer von 1 Uhr bis 2 Uhr hier im WDR-Fernsehen und bei 1 Live. Frank ist bei mir. Frank ist 35 Jahre alt. Hallo Frank. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Guten Morgen. Dein ja, Thema. Ich freue mich, dass du aus dem Urlaub zurück bist. Ganz tolle Sache. Ich habe das erste Mal heute Abend angerufen oder heute Morgen und ich bin gleich durchgekommen. Mann. Ganz, ganz herzlichen Dank an dein Team, die mich ganz super vorbereitet haben. Ich bin super aufgeregt. Verzeih es mir. Wir kriegen das schon hin, sage ich dir. Also, danke. Sag mal so, ja, so ein Stichwort zum Thema. Ja, ich möchte mit dir über Angst- und Panikattacken und Hypochondrie reden. Mhm. Davon bin ich betroffen, ganz arg betroffen. Mhm. Setzt mir arg zu. Was sind das für Angst- und Panikattacken bei dir, unter denen du leidest? Das heißt, die Angst- und Panikattacken äußern sich im Moment so weit, dass ich also mein Körper mir vorgaukelt, einen Herzinfarkt zu bekommen, mhm, aber wirklich in allen Konsequenzen, dass ich meine, mein Herz setzt aus, meine Atmung setzt aus und überhaupt mein Hirn setzt aus. Wie oft warst du deshalb schon in der Notaufnahme und die haben zu dir gesagt, sie haben gar nichts? Ja, ich kann es nicht mehr zählen. Dann war lange Zeit Pause, dass ich das einigermaßen im Griff hatte. In der Tat, du rufst dann den Rettungswagen an. Und nee, da habe ich zu viel Scham. Ich fahre dann selber noch mit dem Wagen hin. Also ich wohne noch in der Nähe vom Krankenhaus. Also ich kann eigentlich dann mal eben um die Ecke gehen und ins Krankenhaus und sagen, Freunde, ich glaube, mit meinem Herzen stimmt was nicht. Und dann wirklich schnell um die Ecke kommen, die dann auch helfen mir auch. Und sage dann aber auch gleich, ich bin Angst- und Panikpatient. Also. Aber es kann durchaus passieren, dass es mitten in der Nacht vorkommt, so wie jetzt, dass du plötzlich das Gefühl kriegst und gehst dann in die Notaufnahme. Das kann passieren. Mhm. Wie reagieren die dann auf dich, wenn du sagst, ich hab das Gefühl, aber ich bin Angst- und Panikpatient? Sagen die dann gleich und tschüss oder machen die irgendwas mit dir? Nehmen die Sache wirklich sehr, sehr ernst. Ich muss sagen, das war für mich ein fürchterlicher Lernprozess. Ich habe das also seit 2001, wusste lange Zeit gar nicht, was es war. Man hat erst vor 2 Jahren mit mir darüber gesprochen, dass es Angst- und Panikattacken sind. Und erst seitdem wusste ich, was es ist, habe aber auch Scham, weil ich dachte, das ist so eine Krankheit, die ist inexistent, die gibt es gar nicht wirklich. Habe dann die Zeit überbrückt mit Tabletten, damit ich nach außen hin ganz normal wirke. Mhm. Auch gar nicht der Anschein kommt, Mensch, der Typ, das ist ein Simulant oder so. Wie oft kommt es zu solchen Attacken? Ja, also jetzt in den letzten 2 Wochen 6, 8... 9 Mal schon wieder. Mhm. Und deswegen rufe ich auch heute an. Heute Abend ist es mal wieder ganz heftig passiert. Ja, warst du im Krankenhaus auch schon? Nee, das habe ich heute Abend vermieden. Sind das solche Attacken, wie du es gerade beschrieben hast, ausschließlich solche, dass du das Gefühl hast, mein Herz bleibt stehen oder ich habe einen Herzinfarkt? Oder macht es sich auch noch durch ein anderes Gefühl deutlich? Beklommenheit, also dieses Ganze halt, dass der Brustkorb sich zuzieht, keine Luft mehr bekommen, Angst, Schweiß, kalter Schweiß, also wirklich die ganzen Indikatoren für einen Herzinfarkt. Mhm.
Also alles, was es überhaupt, was man so hört, das habe ich und es ist nichts. Ich habe also einen ordentlichen Puls, ich habe also ein ordentliches EKG, ja. Ich habe also wirklich internistische Beratung, ich habe kardiologische Beratung. Es ist nichts. Nur diese omnipräsente Angst vor dem Tod, die ist allgegenwärtig, von morgens bis abends. Du sagst, ab 2001 fing das an. Oder ungefähr so. So Pi mal Daumen, ja. Vorher warst du völlig normal und völlig gesund. Völlig normal, völlig gesund. Gab es 2001 ein einschneidendes Erlebnis, welches das vielleicht ausgelöst haben könnte? Nein, also die Ärzte mutmaßen, dass es zurückverfolgend vom Tod meiner Großmutter, die ein riesen Fan von dir war, also die ist nächtelang extra aufgeblieben, um eine Sendung zu verfolgen, die ist 97 gestorben, dann, dass das so, ich sag mal, im Gehirn sich eingebrannt hat und 2001 ausgebrochen, also praktisch explodiert ist. Ja, du sagst die Ärzte, das heißt, du bist in ordentlicher psychologischer oder psychiatrischer Behandlung? Jetzt. Ja, seit 2 Jahren. Ja, und hast du denn seit 2 Jahren schon? Ja. Und dennoch passiert es so oft, wie du es gerade geschildert hast? Ja, weil der Ansatz von den Therapeuten, das ist eine lange Geschichte, der war nicht richtig. Der war so wirklich, ich sag mal, gänzlich am Thema vorbei. Die haben sich auf eine Sache festgebrannt, die also nicht so war. Mhm. Man hat jetzt rausgefunden, dass es eine generalisierte Angststörung ist. Das ist also, man nannte es früher Angstpsychose. Das heißt jetzt generalisierte Angststörung. Und der Ansatz der Therapie bis dato war verkehrt. Erst seit Anfang diesen Jahres war ich 8 Wochen zur Rehabilitation, die haben es erkannt. Da arbeite ich dran, nur halt, es ist immer noch existent, ja. Leider. Du bist 35 Jahre alt, was machst du vom Beruf? Gar nichts im Moment mehr. Deshalb nicht? Deshalb nicht. Das heißt, das macht es uns nochmal deutlich, wie gravierend die Erkrankung ist. Was hast du vorher gearbeitet? Ich war im Außendienst tätig. Ich habe also eine Menge bewegt. Also ich bin ganz viel Autobahn gefahren. Ich kann also, es kostet fürchterliche Überwindung, überhaupt heutzutage noch mit dem Auto zu fahren. Geschweige denn, Autobahnen sind für mich gänzlich tabu, was früher meine Heimat war. Ach so, das kann sein, dass du hast Angst davor, dass die Angst dich überfällt auf der Autobahn, während du Auto fährst. Richtig, damit fing es an, ja. Und das hat sich dann immer weiter durch mein Leben geschlichen. Ich bin lange Zeit nicht mehr U-Bahn gefahren, ich bin fast gar nicht mehr aus dem Haus gegangen, ich bin keinen Zug mehr gefahren, ich habe also Angst vor Menschen gehabt. Das habe ich jetzt alles soweit unter Kontrolle. Ich mache es jeden Tag, aber halt diese Krankheitsangst, Die ist geblieben. Die ist geblieben und die kriege ich auch nicht weg. Wobei vielleicht eine Chance darin besteht, wenn du sagst, dass du jetzt seit Anfang diesen Jahres besser therapiert wirst oder gezielter therapiert wirst, dass es vielleicht doch eine Chance gibt, oder? Dann hat man mir auch gleich gesagt, dass es ein langwieriger Prozess ist mit Höhen und Tiefen und ich hatte also auch viele Höhen, aber jetzt im Moment wieder ganz immense Tiefen. Du hast es uns gerade erzählt, deinen Beruf deshalb verloren. Ja. Wie sieht es so im privaten Bereich aus? Warst du vorher in einer Beziehung, verheiratet? Das kommt dazu. Ich hatte also zeitgleich mit Ausbruch der Krankheit nur noch kaputte Beziehungen um mich herum. Ich habe meine gute alte Beziehung über Bord geworfen, weil ich dachte, ich möchte ein neues Leben starten. Und danach hatte ich 3 fürchterlich kaputte Beziehungen, die mich noch weiter runtergezogen haben. Aber ich sag mal, das Ganze dann noch hochgesteigert haben. Überhaupt kein Halt, ganz im Gegenteil. Die Frauen waren wirklich, muss ich mal wirklich so sagen, so verdotterte Beziehungen, dass ich im Endeffekt die Restenergie, die ich noch hatte, in den Beziehungen reingesteckt habe. Und wahrscheinlich ist es aber auch sehr schwierig, mit einer solchen Erkrankung als Partner umzugehen. Das muss man auch sagen, ne? Richtig. Und dann muss ich dazu sagen, meine letzte Freundin war selber betroffen. Die habe ich im Krankenhaus kennengelernt. Und wir haben uns den ganzen Tag nur hochgepusht. Was bisschen, ganz, ganz lange Geschichte eigentlich. Jetzt hast du mir gerade erzählt, dass du heute Abend wieder so eine Attacke hattest, dass du das Gefühl hast, ich sterbe, ich kriege einen Herzanfall und morgen bin ich tot. Sofort eigentlich. Von weniger als 5 Minuten, denke ich. Sehr erstaunlich, finde ich, dass du dann den Mut findest, hier anzurufen und vor aller Öffentlichkeit darüber zu sprechen. Und du wirst es nicht glauben, ich wundere mich selber gerade über meinen Mut, ja. Vielleicht ist das sogar eine ganz tolle Sache. Vielleicht ist das sogar etwas Therapeutisches für dich, was du jetzt gerade tust hier im Moment. Ja, vielleicht kommt das, dass ich morgen sogar mal stolz auf mich bin. Ja, wirklich. Das finde ich wirklich erstaunlich. Ich meine,
wenn wir beide uns allein unterhalten würden, wäre das ja noch eine andere Sache. Aber du weißt ja, dass so viele Menschen uns zuhören im Moment. Und dann so, du hast das ganz, ganz normal und ganz fließend und sehr kompakt und gut erzählt. Ja, gib mir Mühe. Ja, wirklich. Insofern finde ich das schon mal eine tolle Leistung, dass du das gemacht hast und dass du zum Hörer gegriffen hast. Denn du weißt ja sicher auch, ich habe zwar einen Psychologen hier, aber ich vermute, dass du sehr, sehr gut informiert bist über alles. Ja. Und du bist ja in guten Händen auch im Moment, sodass wir dir, was die fachliche Seite anbelangt, dir gar nicht direkt weiterhelfen können. Nein, ich hab das auch deiner Redaktion gesagt. Man hat mich gefragt, warum überhaupt ich so aufs Publikum zugehen möchte. Und ich möchte das einfach mal ganz klarstellen, weil viele Leute auch in meiner näheren Umgebung, inklusive Teile der Familie, es gar nicht kapieren. Die denken, ich mache mir jetzt ein schönes Leben auf Staatskosten und es wirklich auch gar nicht greifbar für viele ist. Was hat der Mann? Was ist mit dem los? Ja, und die Leute sagen dann, das ist ein Simulant, ne? Das ist ein purer Simulant, genau. Ganz klar, ja. Oder die abgeschwächte Version ist, Mensch, du bist groß und kräftig, stell dich nicht so an, sieh zu, dass es jetzt wieder morgen, übermorgen wieder weg ist. Aber das ist ja das Problem bei allen psychischen Erkrankungen, wenn sich jemand einen Arm gebrochen hat, da sieht man, der Arm ist gebrochen, hat einen Gips drum, da hat jeder Mitleid und sagt auch gute Besserung und so weiter. Aber bei allen seelischen Leiden ist es immer kompliziert. Da sagen natürlich immer Leute, die sich nicht näher damit beschäftigen oder vielleicht auch einfach nicht das Einfühlungsvermögen haben, die sagen, stell dich nicht so an, tritt dich in den Arsch und mach weiter. Ja. Aber dass das eben so einfach nicht geht, das ist nun leider eigentlich auch bekannt, ne? Und du bist ein Beispiel dafür. Was ich aber auch sehr gut finde, nochmal an deinem Anruf, ist, dass du insofern so erzählt hast, weil ja auch viele Betroffene selbst erstmal zu dem Standpunkt kommen müssen und zu der Erkenntnis kommen müssen, ich habe eine Krankheit. Richtig. Und ich spinne nicht einfach nur. Ja. Ne? Ja. Das ist ein ganz, ganz schwieriger Prozess. Ich habe es auch erst, ich sag mal, circa vor einem Jahr gesehen, dass ich wirklich krank bin. Also ich habe einen Schwerbehindertenausweis bekommen aufgrund dieser Erkrankung. Den man auch nicht so leicht bekommt übrigens, ne? Also muss man schon wirklich eine Erkrankung haben und auch vorweisen können. Und als ich den wirklich erstmal in der Hand hatte, da habe ich gesagt, ja, jetzt bist du krank. Erst also mit diesem Stück Papier in der Hand, mit meinem Lichtbild aus, habe ich gesagt, ja, jetzt akzeptiere ich es auch. Jetzt muss ich auch wirklich was tun, ernsthaft. Und das geht nicht mal eben. Das haben die gesagt, das kann noch eine ganze Weile dauern, deine behandelnden Ärzte. Dennoch gibt es eine Perspektive. Wie viele Jahre, schlimmstenfalls? So goldene Regeln gibt es nicht. Es gibt so eine alte psychologische Weisheit, solange wie es da ist, dauert es auch, bis es wieder weggeht. Aber es ist immer so natürlich auch eine Sache, wie hart man da daran geht. Und ich bin ziemlich hart mit mir. Also ich sag ja, ne, die meisten Sachen habe ich ja dank Exposition, so nennt man das, über Bord geworfen. Also diese Angst vor Menschen oder vor Zügen oder vor Schiffen oder vor Booten. Das heißt, da ist in der ganzen Misere ist eine Erfolgsgeschichte. Ja, die ganz kleine Erfolgsgeschichte, die eigentlich ganz groß ist, aber ich sie nicht sehe. Weil ich selber praktisch mich den ganzen Tag nur selber kleinrede. Also selbst die größten Erfolge sind bei mir nur kleine Erfolge. Also wenn es so weitergeht, besteht durchaus die große Chance, dass du in einer absehbaren Zeit sogar vielleicht wieder ein relativ normales Leben führen kannst. Ich hoffe es. Ich wünsche es dir von ganzem Herzen. Und toll, dass du angerufen hast und das hast du wirklich klasse gemacht, finde ich. In der Situation finde ich das erstaunlich. Größeres Lob kann ich gar nicht bekommen. Alles Gute und ich drücke die Daumen, Frank. Darf ich ein Autogramm von dir haben? Na klar, leg bitte auf, wir rufen nochmal an. Ja. Alles Tschüss. Klar. Vielen herzlichen Dank. Tschüss. Tschüss. Christian, 31 Jahre. Hallo Christian. Ja, hallo Domian. Ja, schön, dass du da bist. Um was geht's? Ja, bei mir geht's um Folgendes. Bei mir geht's um das Thema Jungfrau mit 31. Jungmann mit 31? Oder Jungmann, ja. Ich habe noch nie mit der Frau geschlafen, das ist mein Thema. Ja. Noch gar keinen Sex gehabt? Nein. Überhaupt nichts? Auch nicht gefummelt? Gefummelt schon ein bisschen, aber es hat sich bisher alles nur, Also es gab noch keinen... Oberhalb abgespielt. Ach so, alles Oberhaut. Also unten noch nicht gefummelt? Ja, so ungefähr, ja, genau. Ja. Geküsst? Eine Frau schon mal geküsst? Ja, ja, klar. Zungen geküsst? Ja. Das schon. Das heißt, es gab, waren das so Kurzbeziehungen oder Bekanntschaften oder gab es auch schon mal eine Verbindung, die ein bisschen länger gedauert hat, vielleicht mal ein paar Monate oder so? Ja, also ich hatte zwei, die mir auch sehr viel bedeutet haben. Die haben jeweils so, Anführungszeichen, nur 2-3 Monate gehalten. Dann haben die Frauen immer Schluss gemacht. Aus dem Grunde, weil du... Nee, sie haben einfach Schluss gemacht. Das hatte nicht unbedingt jetzt sexuelle Gründe. Und ja, das ist vielleicht auch so mit
so ein Grund, weil mich das auch immer so ein bisschen mitnimmt, wenn man praktisch dann verlassen wird oder wenn die Frau nicht mehr mit einem zusammen sein will. Also frage ich mich halt jedes Mal, wenn irgendwie jemand wieder Frage käme, ob ich hier wieder was investieren will, irgendwie Gefühle wieder investieren und. Aber lass uns erstmal über den reinen technischen Vorgang des Miteinander-Schlafens sprechen. Es gab schon öfters Kontakte zu Frauen, wo es hätte passieren können, wenn du den Schritt gemacht hättest. Ist das richtig? Ja, vielleicht im Urlaub mal bei einer Urlaubsbekanntschaft. Warum bist du so zurückhaltend? Das muss ja einen Grund haben. Du bist 31, du hast nicht nur in deinem Zimmer gesessen bisher. Also ich muss vielleicht dazu sagen, ich bin nicht aufgeklärt worden von zu Hause aus, das war bei uns nie ein Thema. Ja gut, wie viele sind nicht aufgeklärt worden, haben es irgendwie mitgekriegt? Seit wann weißt du es denn, wie es geht? Mensch, wie alt bist du? 31. Mhm. Da war es doch nur ein Gang und Gäbe durch Zeitschriften und Bravo und weiß ich was alles. Ja, also ich bin also praktisch durch die Clique ausgewählt worden, durch Bravo, Bravo Girl und auch durch Schule. Aber zu Hause war das halt nie ein Thema, wobei ich auch dazu sagen muss, dass mein Vater ziemlich früh gestorben ist, da war ich 13. Mhm. Und normalerweise, so zu Hause läuft es ja immer so von Vater zu Sohn, auf Mutter zu Tochter. Ne? Und mein Vater war halt da als Anschlusspartner halt da nicht mehr da. Mhm. Und meine Mutter wollte ich halt auch nie was fragen diesbezüglich. Ja. Also war mir immer peinlich. Und Bist du Einzelkind? Ja. Ja. Mhm. Gut, sehe ich schon. Irgendwie kompliziert und schwierig gelaufen durch den frühen Tod des Vaters. Wie alt warst du, als der Vater gestorben ist? 13. Mhm. Dennoch. Solche Erfahrungen, solche Hintergründe haben sehr viele und gehen dann trotzdem einen relativ normalen Weg. Was bremst dich? Ich habe zum Beispiel die zweite, die mir relativ viel gedeutet hat, die Frau, die habe ich dann, wo das Studium fast zu Ende war, kennengelernt. Ich habe auch gedacht, die ist es jetzt und so, die hat auch das Studium fast zu Ende. Mhm. Da habe sie dann auch wieder dann nach kurzer Zeit einen Schluss gemacht und bei mir ist es halt irgendwie auch beruflich, aber ich hatte bisher immer nur so kurze Jobs und Zeitverträge und wenn man dann sieht, man hat irgendwie dann Ende des Monats oder einen bestimmten Zeitpunkt, wo man dann wieder irgendwie ohne Beschäftigung dasteht, dann versuche ich halt immer praktisch dann mich mehr um das zu kümmern, um die Arbeit, als irgendwie auf die nächste Party zu laufen. Das ist mir dann immer wichtiger. Ist schon klar, aber dennoch, ich meine, jeder von uns kennt das, dass man mal scharf ist und dass man irgendwie versucht, dann seinen Sex zu finden, zu suchen. Da muss man nicht vielleicht gleich an die große Beziehung und an die Ehe bis zur Rente denken. Warum unterdrückst du dich? Warum nimmst du dich zurück? Hast du Angst vor dem direkten Kontakt mit Frauen, vor dem sexuellen Akt? Vielleicht schon ein bisschen, kann schon sein. Schämst du dich vielleicht wegen irgendetwas? Nicht direkt schämen. Also vielleicht, wie gesagt, ich habe auch den Eindruck, es kommt halt, weil es halt so aus dem Jahr angesprochen wurde halt, dass ich halt irgendwie, also ich habe zum Beispiel eine Mal, war ich ganz stolz, erst habe ich also meine Mutter vorgestellt und so. Mhm. Naja, dann war halt dann kurz danach Schluss und naja, war halt dann auch nicht so toll. Du hast sexuelle Bedürfnisse. Du hast sexuelle Empfindungen und Sehnsüchte, hast du. Ja, klar. Ne? Ich bin ein normaler Mann eigentlich. Natürlich, ja. Ich frag's nur nochmal, um es nochmal auf den Tisch zu legen. Befriedigst du dich denn selbst? Ja, ab und zu schon, ja klar, gerade im Sommer ist ein bisschen mehr, bin da nicht so viel. Ja. Druck muss schon raus irgendwie. An was denkst du? An was denkst du, wenn du dich selbst befriedigst? Ja, vielleicht an eine Situation, wo ich halt schon mal hatte oder so, die auch mal gefallen hat. Mhm. Du bist ganz sicher, ich frag's nur mal so, du bist ganz sicher, dass du auf Frauen stehst. Ja, klar. Logisch. Logisch ist es nicht. Es könnte ja sein, dass du auf Typen stehst und dich nicht traust. Nee, ich bin nicht homosexuell und auch nicht homosexuell. Ganz normal. Mhm. Also hetero, ja. Mhm. Ist es für dich eine sehr reizvolle Vorstellung oder macht es dir mehr Angst, wenn du dir ausmalst, du bist in einer Situation mit einer Frau und hast direkten Geschlechtsverkehr mit ihr? Nee, ich glaube nicht, dass mir das Angst machen würde, so direkt. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch mal vor einem Jahr hatte ich auch mal länger mit einer Frau, also persönlich beruflich zu tun, weil ich im Außendienst da kurz mal war und da hat die mich auch mal besucht in meiner Wohnung, zwei, dreimal, und auch so praktisch allein, habe ich auch gemeint, die irgendwie was Böses wollte oder so, ja, also die hatte so Vertrauen zu mir und
Ja, nee, das macht mir keine Angst. Vergiss doch mal die ganze, ich merke immer, dass du immer mit Beziehung und Vertrauen und dann ist das wieder, klappt das wieder nicht. Versuch dir, ich sage es mal wirklich ganz plump, weil ich glaube, dass man so die Erfahrung auch sammeln sollte unter Umständen. Versuch doch einfach mal darauf anzulegen, dass du nur Sex mit einer Frau hast. Denk überhaupt nicht an Beziehungen. Ich glaube, Sex ohne Liebe, also gerade auch irgendwie in den ersten, oder wenn man es so lange halt gewartet hat, das sollte man, glaube ich, dann nicht machen. Ich glaube, die wollte ich dann schon lieben, die Frau. Das ist schon eine schöne Einstellung. Aber ich glaube, wenn du dir diese Hürde stellst, und du bist zwischen 31, wird es immer komplizierter. Ja. Ich glaube, es wird immer komplizierter. Ja, und ich sage jetzt mal wirklich so sehr salopp. Wenn du 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal mit einer Frau einfach mal so geschlafen hast, eine gute Nacht hattest mit einer Frau, guten Sex hattest mit einer Frau, wird dich das lockern. Und es wird dich auch lösen und offener machen für dann eine Beziehung, die irgendwann eintreten sollte, mit Liebe. Wenn du dir jetzt schon die Hürde setzt, nein, das allererste Mal, das muss mit Glocken und Trompeten und großer Liebe und so stattfinden, dann baust du dir etwas auf, was super schwer ist, zu überwinden und zu erreichen. Meinst du, das wollte ich nicht machen? Ich würde es nicht machen, nein, ich würde es wirklich nicht machen. Was ist denn dabei? Man kann, so wie man gut essen geht, kann man auch gut Sex mit irgendjemandem haben. Na und? Gibt es außer der verklemmten Erziehung, sage ich erstmal so, gibt es da auch noch beispielsweise religiöse Momente, dass du ein schlechtes Gewissen hättest, vor der Ehe Sex zu haben? Also ich sag mal, ich bin relativ katholisch erzogen worden, aber dadurch, dass halt mein Vater ziemlich früh gestorben ist, es war halt sehr hart, gerade auch, weil es eine sehr gute Ehe war. Ich war auch ein Wunschkind und Aber es ist jetzt nicht so, dass du... Nee, ich würde das nicht sagen. Das ist jetzt ein von Pflicht, Grund, bis zur Ehe zu warten oder so. Noch eine sehr indiskrete Frage. Guckst du Pornos? Guckst du dir sowas an? Nicht regelmäßig, nee. Aber das kennst du schon, ne? Ich kann schon mal ein bisschen, ja klar. Naja, und das, unter Umständen in der Situation, wenn du in Stimmung bist, macht dich das auch scharf. Ja, klar. Ja, so. Und jetzt muss es passieren, dass du selbst in der Realität in eine Situation kommst, dass du eine tolle Frau und eine nette Frau kennenlernst, die auch scharf ist und dass du einfach mal mit der in die Kiste gehst, Mensch. Damit das Eis gebrochen wird. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn man zu lange wartet, dass man auch irgendwie in so eine Panik verfällt. Ich habe zum Beispiel neulich mal so einem guten Freund gesagt, ich fühle mich okay und das stimmt auch. Ich fühle mich okay. Also ist ja gut, dass es so noch ist. Ich habe schon mit Leuten gesprochen, die sich nicht mehr okay fühlen, weil es sich irgendwie so lange verzögert hat. Ja, ja. Vielleicht ist jetzt alles noch in einer guten Zeit, wo du sagen kannst, okay, ich krieg den Dreh jetzt noch. Übrigens würde ich der Frau auch reinen Wein einschenken, mit der du dann mal schläfst. Ich würde nicht den großen Macker raushängen lassen. Das schaffst du dann sowieso nicht. Sondern sagt ja, das findet die vielleicht sogar sehr nett und vielleicht sogar sehr charmant, wenn du sagst, pass auf, bei mir hat es sich noch nie so ergeben, du bist jetzt meine Erste. Ich glaube, dass du dann viel lockerer rangehen kannst, weil du sonst verkrampft bist. Ne? Weil sonst den Profi da markieren willst und der bist du noch nicht. So sollte man ehrlich sollte man dann schon sein. Finde ich schon. Finde ich schon. Also ist man kann es auch nur einmal so eine Nacht beim Ja. Sammeln Erfahrungen. Also mit dir selbst hast du ja schon mal gute Erfahrungen gesammelt. Das heißt, das musst du jetzt mit Frauen auch machen. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du mir das redest. Ja. Bist du so äußerlich von deiner Einschätzung her, würdest du sagen, siehst passabel aus, okay? Ja, also ich war jetzt letztes Jahr mal auf einer Beerdigung von entfernten Verwandten, die haben mich nur als Kind bisher gekannt und die haben gemeint, ich würde auch irgendwie der Prinz Hakon von Armee. Ja, perfekt. Naja, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Naja, aber so mit dem Körper auch zufrieden? Ja, nee, also kann mich nicht beschweren, nee. Penislänge ist okay? Ja. Muss man ja alles fragen. Es gibt ja Männer, die wirklich sehr klein gebaut sind und deshalb wirklich schamhaft sind und das würde ich nicht alles sagen. Dran und alles funktioniert. So, und die besten Voraussetzungen, also wenn er wie ein Prinz aussieht, das wollen wir mehr. Mein Lieber. Naja, ob das ist auch so stimmt, ich weiß nicht. Naja, gut, aber kann sich selber immer nicht so gut beurteilen. Ne? Ist klar, aber die Mädchen laufen nicht weg, wenn sie dich sehen. Ne? Nee, also ich habe dann auch neulich, am Aussehen denkst du, sagen würde es nicht. Nee. Ja. Also Christian, ich habe dir meine Meinung gesagt. Ich wünsche, wenn du die annimmst, oder denk mal drüber nach und wenn du irgendwie in die Richtung gehst, wünsche ich dir viel Erfolg und viel Glück. Okay. Mach's gut. Das war jetzt doch nur hart, mich ein bisschen überrascht hier. Ich hoffe, dass es auch was hilft. Ja. Mein Lieber, alles Gute. Okay, gut. Tschüss. Ja, danke. Heidemarie. 62. Hallo Heidemarie. Ja, Domian, das ist aber schön, dass ich noch zu dir durchkomme. Ja, der schöne Name Heidemarie. Ja, ne? Der ist ja heute ganz ausgestorben. Ja.
Nee, aber ich will noch ein bisschen leben. Ja, also, ja, um Gottes Willen. Nein, ich meine, den Namen haben so junge Mädels heute nicht. Halt ja, Domian, ich habe ein ganz schlimmes Problem. Ja. Also ich war 40 Jahre Krankenschwester und bin jetzt schwerst sehbehindert. Ja. Und ich komme mir vor wie lebendig begraben. Ich habe niemand. Was heißt schwerst sehbehindert? Schwerst sehbehindert, ich bin 100% schwerst sehbehindert. Vorne auf meinem Schwerbehindertenausweis steht, ich durfte nur in Begleitung raus. So. Hinten unter anderem auch dem Stempel H, also hilflos. Also ich bin rechts blind und links habe ich nur eine ganz geringe Sehkraft. Das heißt, du kannst... Ich stehe vor der Nebelwand. Ja. Vor der Nebelwand. Das heißt, und wenn du jetzt den Fernseher anhättest, oder vielleicht hast du ihn an, du kannst mich gar nicht sehen. Ja, ich sehe dich in dem Sinne, indem ich eine Leselupe, beziehungsweise das ist wie so ein Fernrohr, und das habe ich auf nah gestellt. Ach so. Und da du ja aber nun eine ganze Zeit jetzt davor sitzt, sehe ich dann auch dein Gesicht. Ah, ja? So, verstehe. Aber wenn ich jetzt einen Film sehen würde, ehe ich das Bild eingestellt habe, ist der Kopf schon lange wieder weg. Aber Domian, das ist nicht mein Problem. Mein Problem ist die Einsamkeit. Die Einsamkeit macht mich kaputt. Aber die Einsamkeit ist doch mit der Sehbehinderung bestimmt gekommen, oder? Ja, muss ich noch sagen, ich bin stehe seit 5 Jahren unter dem Schutz des Frauenhauses. Der Mann, mit dem ich verheiratet war, der hat mich ausgetauscht gegen eine 20 Jahre Jüngere. Damit muss man heutzutage leben. Und dadurch, es gab für mich nur eins, mein Beruf. Wie gesagt, ich war 40 Jahre Krankenschwester. Stopp mal, ist das eine Vergessenheit geredet. Ich muss dich mal unterbrechen. Du hast gerade, du stehst seit 5 Jahren unter dem Schutz des Frauenhauses. Ja, ja. Warum? Ja, der Mann hat mich psychisch fertig gemacht. Und versucht er immer noch an dich anzukommen? Ja, ich habe zum Beispiel eine Trillerpfeife neben meinem Telefon. Der schuldet mir Unterhalt über 4.000 Euro. Das ist aber nur so, der Mann ist ein Abgeordneter, steht in Aufsichtsräten und Weisen und er kennt die Gesetze. Also ich komme da als Behinderte gar nicht ran. Ich habe zwar das Urteil, 3 Urteile, das er zahlen muss, aber er lacht mich daraus. So, das heißt Trennung, schlimme Trennung, Psychoterror hast du mitgemacht? Ja. Also ich bin psychisch so krank gewesen, dass ich nachts munter geworden bin, da hat vor meinem Bett mit dem Gefühl, ich werde beobachtet, ich wohne ja nun alleine. Und dass vor meinem Bett am Fußende eine Gestalt stand mit schwarzem Umhang, mit einem Schlapphut und ich sah nur noch ein weißes Kinn. Und ich bin rausgesprungen und er hatte mir ja gesagt, da mich, also wie gesagt, physisch immer bedroht und also er bringt mich so weit, dass ich auf allen Vieren in die Klapsmühle gehe. Jetzt sag mir mal, damit ich das richtig einordnen kann zeitlich, du bist... Und offensichtlich über 5 Jahre von dem Mann getrennt. Nein, also 5 Jahre getrennt. Und das Schlimme war, ich habe, wie gesagt, Hilfe im Frauenhaus gesucht. Ne? Also er hat mich die angefasst, er hat mich psychisch fertig gemacht. Also ich frage nur wegen der Zeit. Also vor 5 Jahren ging es los ungefähr. Und 2 Jahre ist 2 Jahre geschieden. Und das Schlimme ist, ich habe mich scheiden lassen. Und das hat dieser Mann... Ja? Ja. Und seit wann hast du die schwere Sehbehinderung? Also ich bin kurzsichtig und hatte die schon immer und also die letzten 2 Jahre sind es dann 100% geworden. Fürs Blindengeld bin ich nicht blind genug, Domian. Und Pflegestufe 1 steht mir nicht zu, weil ich mich noch waschen kann. Das sind solche Dinge. Es ist nicht, dass es mir jetzt ums Geld geht. Keineswegs. Hast du denn durch den Bruch mit deinem ehemaligen Partner, hast du dadurch auch viele Leute verloren, mit denen ihr früher vielleicht... Ja, ich habe gar niemand. Der hat mich auch nirgendwo mitgenommen. Wenn ich gesagt habe, nimm mich doch mal mit oder dies und jenes, da kriegt dich zur Antwort, was willst denn du dort? Du siehst es doch sowieso nicht. Das sind Dinge, die mich psychisch kaputt machen. Wie lange warst du mit ihm zusammen? Es wären bis zu 20 Jahre. 20 Jahre. Als ihr zusammen wart, hat er dich auch immer weggehalten von anderen Leuten? Ja, ja, eben, das sag ich ja. Wenn ich gesagt habe, nimm mich doch mal mit was willst du dort? Du siehst doch sowieso nicht. Ach so. Damals auch schon. Ich dachte, damals war das mit dem Sehen ja noch nicht so ganz schlimm. Ja, da war ich 60%, also da war es auch schon nicht mehr so gut, aber die letzten 3 Jahre sind so schlimm geworden. Ja, ja. Und gibt es Verwandte? Nein, ich bin ganz alleine. Und nur habe ich mir, damit ich überhaupt rauskam, wie gesagt, vorne auf meinem Ausweis steht die Notwendigkeit ständiger Begleitung ist nachgewiesen. Also ich durfte gar nicht alleine raus. Wie kann ich aber nicht alleine raus, wenn ich niemand habe? So, also das dringendste Problem ist, dass du irgendwie Kontakt suchst und Kontakt brauchst.
Ne? So habe ich es verstanden. Ja, aber der Mann ist Abgeordneter in Schweden. Der Mann sitzt in diversen Aufsichtsräten. Ja, okay, komm, lass ihn. Und ich komme ja hier vor, als ob ich AIDS habe. Ja, okay, lass mal den Mann jetzt weg. Ich meine, da hast du wahrscheinlich so schlimme Sachen erlebt, ja, dass man da jetzt mal nach vorne gucken sollte. Das gucke ich ja auch. Aber wenn du alleine da sitzt zu Hause, du stehst früher auf. Ich verstehe schon. Das Problem ist, dass wir irgendwie vielleicht eine Lösung finden müssen, dass du etwas aus deiner Einsamkeit rauskommst. Ja. Jetzt ist aber das ganz Dumme, Heidemann, dass die Sendung rum ist. Ja. Aber wir rufen dich sofort nochmal an. Ja, du legst auf und wir rufen nochmal an, okay? Ja, danke. Bis gleich. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. Erste Sendung nach der Sommerpause in der Technik. Uwe Petersen, morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis dahin. Macht's gut. 2 Uhr.